und herzlich willkommen zum zweiten Webinar aus der Frühlingsreihe der Frankfurter Zertifikatebörse gemeinsam mit der Börse Frankfurt. Heute zu einem ziemlich spannenden Thema, vor allen Dingen für erfahrenere und risikobereitere Anleger. Es geht nämlich um Knockout-Zertifikate. Was Sie da für Chancen haben, was Sie da für Risiken haben. Wie beim letzten Mal zuerst einen kleinen Marktblick und heute gucken wir auf DAX und auf Gold, beziehungsweise nicht wir, sondern Stefan Feuerstein guckt drauf. Und Ingmar Königshofen erklärt Ihnen dann die Produkte, wie die funktionieren, zeigt Ihnen, wie Sie sie suchen können. Und Peter Opitz gibt Ihnen am Schluss noch einen kleinen Tool-Tipp. Und angesichts der heutigen Marktbewegung werden wir ziemlich viel über die Short-Seite reden. Das ist ein Live-Webinar, sprich, Sie haben diese hervorragende Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Machen Sie das, nutzen Sie das. Rechts unten in dem Panel ist ein Fragefeld und die Fragen werden dann entweder direkt schriftlich beantwortet von einem der Teilnehmer oder dann im Webinar selbst laut, also per mündlicher Antwort. Oder wir finden einen anderen Weg, dass Sie auf jeden Fall eine Antwort bekommen. Freuen uns über den sehr regen Zuspruch. Es gibt auch diesmal eine Aufzeichnung, die Sie im Nachhinein zugesandt bekommen. Dann wünsche ich Ihnen jetzt eine ganz, ganz spannende, vor allen Dingen renditeträchtige Stunde mit Ingmar Königshofen, Stefan Feuerstein und Peter Opitz. Bis nachher. So, dann starten wir gleich mit der langfristigen Betrachtung des DAX. Das hier ist jetzt ein Monatschart. Das bedeutet, eine dieser Kerzen ist ein Handelsmonat und insofern reicht das Bild natürlich dann auch weit zurück hier bis Anfang der 90er Jahre. Das war mir nur wichtig, um mal zu zeigen, wo kommen wir denn her, wo gibt es in der Vergangenheit wichtige Marken. Und da zeigt sich auch gleich, dass wir als die Dotcom-Blase damals im Jahr 2000 geplatzt ist, da hatten wir ein Niveau von rund 8200 Punkten erreicht. Und das gleiche Niveau hatten wir auch vor der Finanzkrise erreicht. Das heißt, bei 8200 ist da wirklich ein sehr markanter Widerstand beziehungsweise aktuell eine sehr markante Unterstützung drin. Und da hatten wir ja auch mit dem Einbruch im März wieder nach oben gedreht. Deswegen behalten wir diese Region mal im Hinterkopf, wenn wir dann in die unteren Zeitebenen reingehen. Ich versuche über die verschiedenen Zeitebenen mehr Erkenntnisse zu erlangen, was mir bei der Betrachtung von nur einer Zeitebene dann verborgen bleiben würde. Da als kleines Beispiel: Wenn sich jemand für die Candlestick-Analyse interessiert, dann kann ich beispielsweise auf Monats- oder auf Wochenbasis da wirklich Formationen haben, die ich bei einer reinen Betrachtung des Tagescharts eben nicht hätte. Und da gehen mir dann auch wichtige Informationen verloren. Und ich kann auch schauen, wo sind denn die übergeordneten Trends, weil ich versuche mich ja in Richtung dieser Trends zu positionieren, da ich damit eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, an starken Trends teilzunehmen. Das macht also keinen Sinn, in einem starken Einbruch dann frühzeitig Long-Positionen aufzubauen und auf steigende Kurse zu setzen, wenn es eben von den entsprechend übergeordneten Zeitebenen dazu keinen Sinn macht irgendwo. Und deswegen hier jetzt zunächst die Monatsebene. Da sieht man auch nochmal schön, dass wir das Hoch von 2017, 2018 noch Anfang des Jahres mit einem neuen Allzeithoch überwunden haben, bevor es dann entsprechend steil nach unten geht. Und was hier auch nochmal wichtig ist, ist dieses kleine Zwischentief vom Jahreswechsel 18, 19. Das schauen wir uns dann auch gleich nochmal an. Und was man hier auch noch sieht, das ist so eine, ja, die 10.000 Punkte-Marke ist durchaus irgendwo interessant. Die ist dann auch 2013 bis 2016 mehrfach bestätigt worden als Unterstützung, als Widerstand. Und auch das ist eben dann für uns interessant. Allerdings, worauf ich auch nochmal hinweisen möchte, in so langfristigen Zeitebenen ist es natürlich schwierig, bis ins letzte Detail zu schauen. Das heißt, ich kann hier nur grob Regionen angeben, wo dann Unterstützungs- oder Widerstandszonen sind und muss dann im Detail in den unteren Zeitebenen dann schauen, wo eben dann wichtige Marken tatsächlich liegen. Und da werden wir gleich sehen, dass eben eine wichtige Marke nicht bei der 10.000 liegt, sondern knapp darüber und dass wir da eben das im
Aufbau eines Trading-Setups berücksichtigen. Gehen wir zunächst in die Wochenebene rein, da haben wir ein bisschen mehr Details, da sieht man auch nochmal etwas deutlicher dieses Allzeithoch, was wir hier hatten und der Kurs dann im Anschluss eingebrochen war. Das für Leute, die sich wirklich für solche oder für den Aufbau einer klaren Strategie interessieren, da gibt es wirklich eine Strategie, die solche fehlerhaften Ausbrüche handelt, nennt sich Turtle Soup Strategie, ist in Anlehnung an die Turtle Traders, die ja ihren Ruhm durch große Börsenerfolge erzielt haben und unter anderem mit dem Film Die Glücksritter mit Eddie Murphy verfilmt worden ist. Dann haben sie ihre Strategie bekannt gegeben und daraufhin hat es eben nicht mehr ganz so gut funktioniert. Und mittlerweile ist es eben so, dass man genau gegenteilig handeln kann und deswegen nennt sich das dann die Turtle Soup, die Schildkrötensuppenstrategie, kann man sehr erfolgreich machen. Nur kleiner Hinweis darauf, wer sich dafür interessiert, da gibt es sicherlich noch mehr detaillierte Infos im Internet. Zum Kursverlauf selbst, wie gesagt, wir sind hier nach oben rausgegangen, dann hatten wir den Einbruch mit einer entsprechenden Kurslücke sogar nach unten und sind dann wirklich an das Hoch, was wir hier 2007 bzw. 2000 markiert hatten, bei rund 8200 rangelaufen, haben das nochmal bestätigt und seitdem gibt es eine Erholungsbewegung nach oben. Und jetzt ist es für mich wichtig, ich möchte wissen, ob der Trend sozusagen gebrochen ist, in dem wir uns befunden haben, der Aufwärtstrend, der Bullenmarkt, die HOS, oder ob die Chance wirklich besteht, dass wir uns da relativ rasch weiter erholen und dann möglicherweise vielleicht Ende des Jahres sogar schon neue Allzeithochs in Angriff nehmen, wie so der eine oder andere in Anführungszeichen Börsenguru bereits prognostiziert hat. Und dazu muss ich eben wissen, wie definiere ich überhaupt einen Trend? Und da habe ich mir rein zur Programmierung da lange Gedanken dazu gemacht und bin dann darauf gestoßen, dass der Charles Dow zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts da bereits eine Definition entwickelt hat, indem er gesagt hat, ein steigender Trend setzt sich durch steigende Tiefpunkte und ein fallender Trend durch fallende Hochpunkte zusammen. Und wenn wir uns das hier beispielsweise mal anschauen, da gibt es natürlich immer unterschiedliche Trends. Das heißt, wir haben langfristige oder kurzfristige Trends und entsprechend muss ich dann auch die Hochs und die Tiefs berücksichtigen. Und wenn ich hier beispielsweise jetzt einfach mal die richtig markanten Tiefpunkte der vergangenen Jahre nehme und dann hatten wir mit dem jüngsten Rücksetzer eben das letzte Tief klar unterschritten und damit haben wir per Definition einen Trendwechsel. Nur zur Vollständigkeit halber, das Ganze funktioniert natürlich auch in Abwärtstrends. Wir hatten hier beispielsweise 2015 ein Hoch, dann ging es eben mit fallenden Hochpunkten weiter nach unten, bis das letzte Zwischenhoch dann überwunden worden ist und dann hat die Richtung wieder nach oben gezeigt. Oder hier beispielsweise nach dem Platzen der Dotcom-Blase hatten wir hier auch immer beide fallende Tiefpunkte und erst wenn das letzte Zwischentief dann klar überwunden wird und dann ist der Trendwechsel eben da. Das ist eine klare Definition, wenn man trendfolgend schön dabei bleiben kann, ohne zu früh aus dem Markt rausgespült zu werden, hat allerdings den Nachteil, dass ich natürlich die Kursspitzen nicht mehr mitnehmen kann. Das funktioniert einfach nicht, weil die letzten Hochs oder Tiefs in der Regel weit weg liegen. Und bis das dann gebrochen wird, habe ich natürlich einen Teil meines Gewinns wieder abgegeben. Dennoch ist es so, wenn man das immer wieder versucht, sollte im langfristigen Durchschnitt ein ordentliches Ergebnis mit der Strategie rauskommen. Und auf der anderen Seite ist es auch eine sehr schöne Strategie, wie ich eben Stoppkurse sinnvoll platzieren oder nachziehen kann, indem ich eben beispielsweise in einem Aufwärtstrend eben dann knapp unter die letzten markanten Zwischentiefs meine Stoppkurse platziere und Trendfolgen dann entsprechend weiter anhebe. Dazu noch der kleine Hinweis, ich mache das immer nicht genau in die Hochs und in die Tiefs, sondern ich verwende da einen
kleinen Puffer, einen sozusagen Sicherheitsbeiwert. Und damit versuche ich auszuschließen, dass in einer kurzen Tagesschwankung dann meine Stoppkurse ausgelöst werden und ich dann im Trend nicht mehr dabei bin. Deswegen da eben noch kurz der Hinweis, wie sich das eben handhaben lässt. Und wen es genau interessiert, ich sage immer so ungefähr, also nicht genau hin, sondern drüber oder drunter. Wenn man es genau machen möchte, nimmt man dazu die Schwankungsbreite und berücksichtigt die eben, in wie weit das eben dieser oder wie groß das dieser Sicherheitspuffer ist. Und dann lässt sich das wirklich sehr gut anwenden. Gut, also wie gesagt, aus der Wochenebene habe ich dann schon die Erkenntnis, dass wir hier einen Trendwechsel nach unten haben. Das Ganze, ich gehe hier nochmal zurück in die Monatsebene, weil da haben sich die großen Korrekturen auch schön abgezeichnet, indem ich hier irgendwo ja etwa eine negative Divergenz drin habe von dem MACD auf Monatsbasis. Hier der kleine Hinweis, die Indikatoren sind immer auf der jeweiligen Zeitebene berechnet mit den Standardeinstellungen, sodass ich im Monatschart eben auf monatliche Daten meinen Indikator berechne. Ich habe hier steigende Hochpunkte drin. Ich habe das Gleiche dann auch hier im vor der Finanzkrise. Und dann, das hatte ich dann auch nochmal hier 2015, 14, 15, wo es dann eben dann auch nach unten geht. Das sieht man dann etwas detaillierter noch im Wochenchart. Und ganz interessant ist eben, ich habe hier wirklich hier eine sehr markante negative Divergenz, auch auf der monatlichen Ebene, indem ich hier fallende Tiefpunkte habe in Verbindung eben mit dem neuen Allzeithoch, was wir zu Beginn des Jahres hier erreicht hatten. Das heißt, steigende Hochpunkte in Verbindung mit fallenden Hochpunkten im Indikator nennt sich negative Divergenz und stellt eben ein Warnzeichen dar. Und ich habe schon erwähnt, die Wochenebene gibt dann entsprechend auch noch was her. Hier haben wir eben die negative Divergenz, fallende Hochpunkte mit gleichbleibenden Hochpunkten 2007 und so weiter. Auch da gibt es halt eben mehr Erkenntnisse. Wir hatten es hier beispielsweise auch drin 2017, auch eine negative Divergenz und danach ging es entsprechend eben auch nach unten. Und diese Divergenzen, die lassen sich in jeder Zeitebene erkennen. Und wenn sie auftreten, dann ist es ein Hinweis für mich, mir den Chart oder die Aktie oder den Rohstoff, was auch immer, etwas näher anzuschauen. Ich würde danach noch kein Trading Setup aufbauen, sondern es ist einfach, damit wird ein Wert für mich interessant, weil er erste Anzeichen dafür liefert, dass ich eine Trendwende und damit möglicherweise auch ein sehr kräftiger Trend anbahnt. Gut. Soweit zur Erklärung, dann gehen wir noch eine Ebene tiefer in die Tagesebene rein. Da habe ich mal mehr Indikatoren eingeblendet, denn ich verlasse mich ja nicht nur auf den MACD, auch wenn ich den in jeder Zeitebene hier einblende. Der funktioniert in dem Zusammenhang, wie ich ihn verwende, eigentlich ganz gut. Auch da eben der Hinweis auf die negativen Divergenzen lässt sich hier natürlich jetzt aufgrund des Einbruchs sehr schlecht erkennen. Oder aber dann, wenn ich wirklich eine Überkreuzung habe der beiden Linien, dann müssen schon wirklich Extremniveaus erreicht werden, dass ich sage, die sind eben beachtenswert. Da auch nochmal ganz kurz der Hinweis zurück auf den Monatschart. Wir hatten hier wirklich 2000 ein Extremniveau. Wir hatten hier 98, das war Asien-Russland-Krise, hier 97, 98. Wir hatten 2007 ein relativ hohes Niveau. Und wenn ich hier mal so bei rund 500 irgendwo die Schwelle einziehen würde, nach oben wie nach unten, und würde dann nur die Signale rausfiltern, die eben da oben auftreten. Und dann hätte ich hier nur ganz wenige Signale in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gehabt, die allerdings immer wieder sehr starke Trendphasen mit sich gebracht haben, sowohl nach oben wie auch nach unten. Das eben nur eine weitere Interpretation, wie man es eben anwenden kann. Und deswegen achte ich da auch nicht auf jedes kleine Signal, sondern das muss in den Zeitebenen mit übereinstimmen. Was wir hier jetzt haben, ist so ein kleines Signal. Es ist allerdings jetzt in keiner Extremzone, sondern es ist eben jetzt nach dieser heftigen Erholung knapp über
oder knapp im positiven Terrain aufgetreten. Und hat nicht so viel Aussagekraft, wie wenn es dann weit oben wäre oder hier eben dieses Kaufsignal ganz, ganz weit im negativen Bereich. Dennoch ist es ein negatives Signal und sollte deswegen zumindest irgendwo mit berücksichtigt werden. Und in der Summe der vielen Eingangsfaktoren kann man dann eben schauen, wie viel spricht dafür und wie viel spricht dagegen, dass wir wirklich so eine Bewegung bekommen. Wir haben auch eine negative Divergenz hier im Stochastik-Oszillator, hier mit steigenden Hochpunkten im DAX, eben mit Verbindung mit den fallenden Hochpunkten im Indikator. Und hier auch nochmal ein kleiner Hinweis drauf, das sehen wir dann in den unteren Zeitebenen noch etwas deutlicher. Ein Anzeichen für eine mögliche Trendwende ist auch ein Rückgang der Volatilität. Das lässt sich sehr schön an den Bollinger Bändern erkennen, die zuletzt hier mit dem Einbruch hier sehr steil, sehr weit auseinandergelaufen sind. Wir hatten zuvor ein relativ enges Niveau der Bänder und wir haben jetzt auch wieder ein relativ enges Niveau der Bänder erreicht. Das heißt, auch von der Seite könnte sich eine Trendbewegung, ein deutlicher Trend in Kürze ergeben. Das schauen wir uns dann aber gleich nochmal im Detail etwas näher an. Aber das ist auch ein Punkt eben, der zumindest für eine Bewegung spricht. Da gibt es noch keinen Hinweis darauf, in welche Richtung das diese geht. Zunächst. Allerdings wird es so sein, wenn der Kurs aus diesen Bändern in die eine oder andere Richtung ausbricht. Und da läuft er zunächst wie hier beispielsweise an den unteren Rand heran, ist dann ausgebrochen. Das ist dann, da deutet sich eine Extrembewegung dann ab. Und es geht so lang, bis er wieder in die Bänder reinläuft. Und ab da ist dann eben davon auszugehen, dass dieser Trend zumindest ermüdet ist und dass man da vielleicht mal den einen oder anderen Gewinn mitnehmen kann. Und momentan ist es so, wir haben jetzt hier diese Mittellinie gerade unterschritten. Wenn wir jetzt an den unteren Bereich hingehen, der liegt so ungefähr bei 10.200 Punkten, dann haben wir das untere Ende erreicht. Und wenn wir dann wirklich hier nach unten ausbrechen würden, dann ist auch von einer weiteren Trendbewegung auszugehen. Soweit die Signale zur Tagesebene. Ich schiebe dann mal ganz kurz noch einen anderen Indikator mit ein. Das ist die Saisonalität. Da mag jetzt der eine oder andere sagen, ja, aber der März war doch jetzt negativ. Das sind natürlich einzelne Ausreißer. Dennoch funktioniert im langfristigen Durchschnitt die Saisonalität eigentlich ganz gut. Das ist eine weitere Komponente, die man eben mit berücksichtigen kann, um dann eben zu sagen, okay, ich gehe davon aus, dass es eine Bewegung nach unten oder nach oben gibt. Allerdings sehr interessant zu sehen ist, dass wir seit Mitte März oder ja, in der saisonalen Betrachtung ab Mitte März bis Ende April hier eine Aufwärtstendenz haben. Das heißt, Mitte März, die zweite Märzhälfte und der April ist in der Regel positiv. Dann kommt der Mai bis zum September, da auch die alte Börsenweisheit Sell in May and go away, but remember, come back in September. Da ist durchaus was dran. Das Ganze hier ist jetzt über 20 Jahre gerechnet. Das Ganze kann man natürlich auch über 10 Jahre oder 40 Jahre rechnen. Da kommt man im Prinzip immer wieder auf das gleiche Ergebnis. Das letzte Quartal ist sehr positiv. Der April ist ein sehr positiver Monat und zwischen Mai und September geht es nach unten, wobei die Monate August und September nochmal von erhöhter Abwärtsdynamik begleitet sind. Interessant auch die kleine Zwischenerholung im Juli. Da sollte man sich eben auch darauf gefasst haben, dass in dieser eigentlich abwärts gerichteten Phase dann auch eine Zwischenerholung kommen kann. Die passiert meist im Juli. Deswegen, wenn dann der Juni zu Ende geht, dann sollte man dann gucken, dass man die Stoppkurse entsprechend anpasst, sodass man eben das mit berücksichtigen kann. Und spätestens Ende Juli geht es dann normalerweise wieder nach unten. In dem Jahr sind wir mal gespannt, wie dann auch die Quartalszahlen für das zweite Quartal von den Unternehmen ausfallen werden, wie die Wirtschaftsleistung dann tatsächlich nachlassen oder nachgelassen hat im zweiten Quartal. Es ist ja immer noch die große Frage. Der Aktienmarkt hat da zuletzt eher ein positives Szenario gespielt. Jetzt momentan preist man dann doch wieder Gefahren in Bezug auf Corona ein. Da ist ja eben auch der Hinweis des Chefberaters des Weißen Hauses im gestrigen Verlauf gewesen, dass eben eine zu frühe
Lockerung des Lockdowns eben die ganzen Erfolge, die bislang erzielt worden sind, dann relativ rasch wieder zunichte gemacht werden können, beziehungsweise man sogar wieder in den negativen Bereich läuft und die wirtschaftlichen Schäden dann entsprechend deutlich höher ausfallen könnten, als das bislang der Fall war. Das war dann im gestrigen abendlichen Verlauf dann ein Grund, wieso an dem Aktienmarkt nach unten ging. Da haben DAX und Dow dann durchaus nochmal einen beachtlichen Verlust hingelegt. Und heute ging es eben weiter nach unten, wobei wir uns jetzt seit 18 Uhr knapp unter der Marke von 10.500 Punkten zunächst mal stabilisiert haben. Gehen wir dann noch in die Tagesebenen etwas detaillierter rein. Ich habe hier den 60 und den 30-Minuten-Chart noch mitgebracht. Das ist insofern etwas interessanter, weil ich habe es ja auf der monatlichen Ebene schon erwähnt. Es ist schwierig, auf den langfristigen Ebenen da irgendwas zu erkennen, was wirklich ins Detail geht. Und selbst auf der Stundenebene hat man aufgrund der großen Schwankungen durchaus das eine oder andere Problem, da direkt Marken festzustellen. Was wir hier allerdings sehen, ist, wir hatten, wie gesagt, zunächst den Einbruch mit Kurslücken, die habe ich hier mal gelb markiert, die noch nicht wirklich geschlossen sind, und im Zuge der Erholung dann eben auch noch offene Kurslücken. Und sollte da jetzt wirklich eine Trendbewegung nach unten stattfinden, ein Trendwechsel nach unten, dann ist davon auszugehen, dass diese Kurslücken eben nach und nach dann auch geschlossen werden. Und da ergibt sich dann an der Unterseite dann jeweils natürlich das nächste Kursziel für eine Trendwende nach unten, für eine erneute Korrekturbewegung. Was hier interessant ist, ist, habe ich schon erwähnt, die Definition der Tiefpunkte, die eben einen Trend ausmachen. In dem Fall hatte ich hier im April so knapp über der 10.200 markante Tiefpunkte, die trotzdem angestiegen sind. Und dann hatten wir hier Anfang Mai nochmal ein höheres Tief, wo eben die Unterseite bei rund 10.400 Punkten liegt. Wenn ich dieses kleine Zwischentief hier auch noch mitnehme, haben wir das jetzt im heutigen Tag schon unterschritten. Ich würde aber gerne auf dieses markante Zwischentief noch warten, ob da die Bestätigung kommt. Das heißt, wenn der DAX unter die 10.400 fallen würde, nachhaltig fallen würde, dann habe ich wirklich ein Signal für eine Trendwende, das dann nochmal bestätigt werden würde, wenn der Kurs auch unter die Region zwischen 10.050 und 10.200 Punkte wirklich nach unten rutscht. Dann habe ich ein trendfolgendes Verkaufssignal und dann ist eben davon auszugehen, dass wir zunächst Richtung 9.500 im weiteren Verlauf dann irgendwo 8.800 bis hin sogar zur 8.200 nach unten weitergehen. Da immer bei so einer Strategie dann, wenn man im Trend dabei sein möchte, die Stoppkurse über die letzten Zwischenhochs dann weiter nachziehen. Wie gesagt, da bleibt man im Trend drin und wird nicht vorzeitig ausgestoppt, beziehungsweise was vielen Anleger gern passieren, dass sie aus Trends, sobald die in den Gewinn laufen, dann die Gewinne schnell realisieren, weil die sind ja da und wenn es dann eine kleine Zwischenerholung gibt, nicht, dass der Gewinn dann wieder komplett abschmilzt und ich dann alles wieder verliere, und dann werden eben kleine Gewinne mitgenommen und großen Bewegungen schaut man dann oftmals hinterher und deswegen bietet sich eben diese Trendwechsel- bzw. Stoppkursstrategie dann an, um an längeren Trends und deutlichen Trends dann auch teilzuhaben. Und wie gesagt, wenn der Trendwechsel dann da ist, dann nimmt man natürlich die andere Richtung ein. Wir hatten zuletzt diese kräftige Erholung und wie gesagt, jetzt haben wir das letzte Zwischen hier, Tief hier bei rund 10.600 haben wir heute unterschritten. Ich würde jetzt aber warten, bis die 10.4 auch noch fallen. Das heißt, für ein Trading-Setup auf der Short-Seite für fallende Kurse mit einer Stop-Buy-Bedingung für einen Turbo Short, hört sich zunächst blöd an, Stop-Buy ist ja ein Kauf, allerdings kaufen wir ein Short-Produkt, mit dem wir auf fallende Kurse setzen, deswegen hier auch Stop-Buy für einen Turbo Short. Die Absicherung dann über dem letzten markanten Zwischenhoch und da wird es jetzt interessant, sollte die 10.500 irgendwo wieder zurückerobert werden und wir sehen doch nochmal eine kleine Gegenbewegung, wo wir dann diese letzte Kurslücke schließen, dann würde sich zunächst eine Limit-Order bei 10.800 anbieten, die dann bei 11.200,
11.250 hier abgesichert werden kann. Und wenn es dann wirklich nach unten geht, die zweite Order Stop bei 10.400. Und da würde ich den Stoppkurs dann auch schon auf zumindest 10.900, 10.950 nachziehen und Trend folgen dann immer weiter, sodass ich da relativ schnell aus der Gefahr rauskomme, mit der Position nochmal in den Verlust zu laufen. Das heißt, am Anfang den Stoppkurs ruhig etwas enger nachziehen an die Zwischenhochs und danach kann man dann nochmal gucken, ist es noch sinnvoll oder mache ich einen Teilverkauf. Das ist auch wieder wichtig, wie viel Risiko habe ich dann in der Position drin, wenn die dick in den Gewinn läuft. Das muss man dann von Fall zu Fall entscheiden. Allerdings wollen wir in diesem Webinar ja erstmal zeigen, wie man eben kurzfristige Strategien mit Turbos, mit gehebelten Produkten umsetzen kann. Deswegen will ich hier gar nicht groß auf Money Management oder andere Dinge eingehen, sondern der Schwerpunkt liegt eben darin, wie man sowas machen kann. Und da ist eben auch wichtig, dass man die Produkte dann auch kennenlernen, dass man weiß, wie die funktionieren, wo sie ihre Tücken haben, ihre Feinheiten. Und da übergebe ich jetzt an den Ingmar, der kann Ihnen dann nochmal genau erklären, was es da für Unterschiede gibt und wieso, weshalb, warum die auch da sind. Super, vielen Dank, Stefan. Erstmal von mir natürlich auch noch einen wunderschönen guten Abend. Freut uns sehr, dass Sie wieder so zahlreich mit dabei sind. Letzte Woche waren Sie ja eventuell auch schon bei dem Webinar dabei, wo wir über Discount-Zertifikate gesprochen haben. Und ich denke, es ist immer relativ wichtig, Stefan hat es gerade schon gesagt, dass man natürlich auch versteht, wie die Produkte eigentlich funktionieren, die man einsetzt. Also letzte Woche haben wir dann gesprochen über Discount-Zertifikate, welche Einflüsse sind dort wichtig, die Laufzeit, die Volatilität und so weiter. Und mir fällt immer wieder auf, dass viele Turbos einsetzen oder Hebelprodukte allgemein, aber auch nicht genau wissen, wie suche ich überhaupt so ein Produkt raus und wie funktioniert das überhaupt? Wie reagiert ein Produkt überhaupt auf eine Veränderung des Basiswertes? Von daher wollen wir heute mal, bevor wir dann später gucken, wie man ein passendes Produkt auch für so eine Short-Strategie auf den DAX raussuchen kann, erst nochmal ganz kurz uns anschauen, wie überhaupt diese Hebelprodukte funktionieren. Ich habe jetzt den Fokus hier gelegt mal auf die klassischen Turbo-Optionsscheine, die eine begrenzte Laufzeit haben und die Mini-Futures, die eine unbegrenzte Laufzeit haben, um da einfach mal aufzuzeigen, wo liegen genau die Unterschiede zwischen diesen beiden Produkttypen. Wenn zwischenzeitlich Fragen aufkommen sollten, dann gerne auch reinschreiben. Das ist natürlich wichtig, dass man auch genau versteht, wie das Ganze funktioniert. Und wir wollen, wie gesagt, mal anfangen mit den Turbo-Optionsscheinen und nochmal ganz kurz, ich denke, die meisten, die das natürlich einsetzen, wissen das, aber auf die Ausstattung eines solchen Turbo-Optionsscheins, ich hatte schon gesagt, diese haben eine begrenzte Laufzeit, also haben wir einen Bewertungstag und dieser Bewertungstag gibt an, bis wann das Produkt überhaupt läuft. Aber natürlich, das sei direkt dazu gesagt, kann man diese Produkte sekündlich während der Börsenhandelszeiten handeln oder börsentäglich, so muss man es eher sagen, börsentäglich handeln von 8 bis 22 Uhr die meisten Produkte. Also man braucht jetzt keine Angst haben, dass man ein Produkt kauft und muss bis zum Bewertungstag warten, sondern man kann die jetzt kaufen und kurze Zeit später auch wieder verkaufen, wenn man das eben möchte. Nur bei diesen Produkten, wie gesagt, gibt es eine gewisse Laufzeit, bis wann das Produkt maximal läuft. Es sei denn, es wird zwischenzeitlich ausgenockt. Dann haben wir natürlich hier ein Derivat, das heißt, der Turbo, also die Wertentwicklung des Turbos, bezieht sich auf einen Basiswert. Das kann sein eine Aktie, ein Index, wie jetzt gerade besprochen, der DAX, ein Rohstoff oder eine Währung. Dann haben wir die Möglichkeit, entweder Long zu investieren, also auf steigende Kurse, oder Short auf fallende Kurse zu spekulieren. Und dann natürlich ganz, ganz wichtig ist der Basispreis bei dem Turbo, denn dieser entscheidet darüber, wie hoch der Hebel eigentlich ist, mit dem wir in den Markt reingehen. Und natürlich sind damit auch die Chancen und Risiken verbunden. Das heißt, je höher oder je näher der aktuelle Basispreis an den aktuellen Kurs des Index zum Beispiel heranragt, desto spekulativer ist natürlich das Produkt. Weil ich habe dann einen enormen Hebeleffekt natürlich. Aber sollte der Basispreis berührt werden oder unterschritten bei einem Long beziehungsweise überschritten bei einem Short werden, dann verfällt das Produkt wertlos. Das ist eben der Unterschied
zu einem klassischen Optionsschein zum Beispiel. Da kann der Basiswert ja ruhig zwischenzeitlich mal unter den Basispreis fallen, mal wieder drüber steigen und so weiter. Da kommt es ja nur darauf an, wo stehen wir am Ende der Laufzeit. Gibt es dann einen inneren Wert oder nicht? In diesem Falle gibt es aber einen Knockout und sollte dieser erreicht werden, wird das Produkt sofort fertiggestellt und man hat sein eingesetztes Kapital verloren. Vielleicht direkt der Zusatz dazu, natürlich interessant, dass man keine Nachschusspflicht hat, wie vielleicht bei anderen Produkten, die man einsetzen kann. Heißt also, wenn es zum Beispiel über Nacht ein großes Gap gibt, also eine große Kurslücke gibt, dann kann ich nicht mehr verlieren als mein eingesetztes Kapital. Das ist erstmal vielleicht keine gute Nachricht, dass man zu Null rausgehen kann durch Knockout, aber die positive Nachricht, man kann nicht mehr verlieren, als man eben eingesetzt hat. So, dann wollen wir mal schauen, wo die Unterschiede sind zwischen einem Turbo Long und einem Turbo Short. Ich hatte es eben schon gesagt, wenn wir einen Turbo Long kaufen, dann gehen wir davon aus, dass der Basiswert steigt. Beim Turbo Short gehen wir davon aus, dass der Markt fällt und positionieren uns eben auf der Short-Seite. Dann ist natürlich klar, dass die Knockout-Schwelle bei einem Turbo Long unterhalb des aktuellen Basiswertes liegt. Also wenn der DAX jetzt zum Beispiel bei 10.400 steht, muss natürlich die Knockout-Schwelle darunter liegen, sonst wäre das Produkt schon ausgenockt. Bei einem Turbo Short muss die Knockout-Schwelle eben entsprechend darüber liegen. Jetzt wollen wir auch direkt dazu kommen, was kostet eigentlich ein Turbo-Optionsschein? Und das ist sehr, sehr simpel. Das ist eben der Vorteil von diesen Produkten. Man redet auch von Delta-1-Produkten. Das heißt, die bewegen sich 1:1 wie der Basiswert selber. Nur natürlich durch diesen Hebeleffekt ist die relative Veränderung natürlich deutlich höher. Man kann sich direkt mal als Daumenregel merken, ein DAX-Punkt bedeutet 1 Cent im Schein, weil das Bezugsverhältnis ist 0,01. Und ich habe ja gesagt, wir haben ein Delta-1-Produkt, also ein DAX-Punkt, 1 Cent. Und da ist das jetzt egal, ob ich ein Produkt habe mit Hebel 100 oder mit Hebel 2. Ein DAX-Punkt ist 1 Cent. Nur natürlich, wenn ich für ein Produkt nur 1 Euro bezahle, ist natürlich die relative Veränderung eine andere. Wenn ich jetzt von 1 Euro auf 1,01 Euro, also 1,01 Euro steige, oder bei einem Produkt, was 50 Euro kostet, auf 50,01, dann ist natürlich der Hebeleffekt ein ganz, ganz anderer, denn die Veränderung von einem Cent sind zwar bei beiden gleich, aber relativ ist es natürlich was anderes. Aber das kann man sich schon mal merken, weil da merke ich auch schon, dass das oft nicht ganz, ganz klar ist. Das kann man sich direkt ganz klar vor Augen führen. Ein DAX-Punkt, ein Cent. Wir werden aber gleich sehen, dass das immer leicht abweichen kann aufgrund des Aufgeldes, das in diesen Produkten auch beinhaltet ist. Also, wie berechne ich diesen Turbo Long? Wie berechne ich den Preis? Ganz einfach eigentlich, ich nehme den Kurs des Basiswertes, zum Beispiel vom DAX, minus den Basispreis. Das rechne ich aus, multipliziere das mit dem Bezugsverhältnis. Bei vielen Aktien ist das 1, beim DAX ist das 0,01. Das sieht man ja auf der Webseite. Plus einem gewissen Aufgeld. Und das Aufgeld kann ich ja ganz einfach herausfinden, indem ich eben zunächst einmal den inneren Wert dieses Produktes berechne und dann eben gucke, wo steht eigentlich das Produkt aktuell im Verkauf, also wo wird es angeboten. Und wenn ich sehe, ich rechne es jetzt den inneren Wert aus mit 5 Euro, das Produkt wird aber angeboten mit 5,50 Euro, dann weiß ich, das Aufgeld ist aktuell 50 Cent. Aber eins muss klar sein, das zeige ich auch gleich, das Aufgeld ist etwas variabel, nur damit das direkt klar ist. Also können wir das Ganze an einem Beispiel mal machen. Wir haben den Basiswert DAX, Typ Turbo Long, Basispreis 10.000 von diesem Knockout-Produkt. Aktueller DAX-Kurs, habe ich es einfach mal gesagt, 10.500, Bezugsverhältnis 0,01. Dann berechne ich das einfach mit 10.500 minus 10.000, sind 500 Punkte mal 0,01. 5 Euro. Und jetzt habe ich hier ein Aufgeld mal angenommen von 15 Cent, kommen wir raus bei 5,15 Euro. Ich habe jetzt hier nur ein Aufgeld von 15 Cent angenommen. Das ist in der Realität momentan deutlich höher, weil die Gap-Risiken, also die Kurslückenrisiken über Nacht deutlich höher sind. Und der Emittent, der Ihnen dieses Produkt verkauft, der sichert eben hinten dran sich selber ab im Basiswert selber. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Turbo Long auf den DAX kaufen, dann kauft der Emittent hinten dran entsprechend Futures-Kontrakte auch long auf den DAX. Weil wenn Sie gewinnen, muss der Emittent ja auch gewinnen, um den Gewinn weiterzugeben. Verlieren Sie, verliert auch der Emittent und gibt dann eben den Verlust weiter. Nur habe ich eben diese Möglichkeit, bei Turbos mit einem viel, viel kleineren Betrag
das Gleiche zu bewegen, was ich bewegen würde, wenn ich direkt in den Basiswert selber investiere. Also wir können das anhand eines Beispiels vielleicht auch wieder machen. Wir nehmen an, eine Aktie steht bei 100 Euro. Der Basispreis meines Turbolongs steht bei 99. So, das heißt, das Produkt kostet mich ungefähr 1 Euro. Mal plus Aufgeld, das lassen wir jetzt mal weg. Also 1 Euro kostet mich das Produkt. Sollte jetzt die Aktie auf 101 steigen, von 100 auf 101, dann steigt mein Turbolong von 1 Euro auf 2 Euro. Das heißt, ich habe im Endeffekt den 1 Euro genauso mitgenommen, als wenn ich die Aktie hätte. Aber dadurch, dass ich nur einen ganz kleinen Einsatz tätige, nämlich nur die 1 Euro, habe ich einen Mega-Hebeleffekt und verdoppelt sogar mein Kapital. Daran sieht man auch direkt, der Hebel war in diesem Fall 100, weil durch 1% Änderung hat sich eben das Produkt verdoppelt. Also habe ich einen Hebeleffekt von 100 gehabt. Und der Emittent hinten dran, der kauft eben die Aktie dann zu 100 Euro, bekommt von Ihnen 1 Euro. Das heißt, er gibt Ihnen ja dann einen Kredit sozusagen, um entsprechend trotzdem gleich in dem Basiswert, also in dieser Aktie investiert zu sein. Und dafür bekommt er eine Marge, die auch in dem Aufgeld eingepreist wird. Aber wenn jetzt die Aktie dann von 100 auf 101 steigt und Sie verkaufen den Turbo wieder, dann verkauft der Emittent hinten dran die Aktie wieder, hat also diesen 1 Euro eingenommen und diesen Euro gibt er einfach an Sie weiter. Und jetzt kann man sich natürlich auch direkt klar machen, wenn ich ein Produkt habe mit einem Basispreis bei 50 Euro, dann investiere ich als Kunde 50 Euro bei einer Aktie, die bei 100 steht, und der Emittent investiert die anderen 50 Euro. Also ist der Hebeleffekt natürlich viel, viel kleiner, weil von 50 Euro kriege ich dann nach, also bei 100 Euro auf 101, bekomme ich dann von meinem Turbo, der 50 Euro gekostet hat, 51 Euro. Ja, da gibt der Emittent also auch nur die 1 Euro weiter. Das heißt, der Emittent sichert sich hinten dran ab und je höher die Risiken für den Emittenten sind, und aktuell sind sie sehr, sehr hoch, diese Risiken, aufgrund der hohen Volatilität, desto höher sind dann natürlich auch die Aufgelder, weil das Risiko sehr, sehr hoch ist aktuell, dass wir eine Kurslücke über Nacht sehen und der Emittent seine Absicherung dann deutlich schlechter verkaufen kann. Also in dem Beispiel von der Aktie, wollen wir das direkt daran nochmal machen, Basispreis 99 Euro, Sie sind eingestiegen, wo die Aktie bei 100 Euro stand. Jetzt können wir uns ja vorstellen, irgendwas passiert über Nacht oder das Unternehmen hat Zahlen geliefert. Am nächsten Morgen öffnet die Aktie bei 90 Euro. Dann verlieren Sie ja nur 1 Euro, den Sie eingesetzt haben. Der Emittent hinten dran kann aber dann sein Hedge, also seine Absicherungsposition, erst bei 90 Euro auflösen, also deutlich tiefer. Dann haben Sie 1 Euro verloren, der Emittent hat aber 9 Euro verloren zusätzlich. Also insgesamt 10 Euro, Sie haben 1 Euro verloren, also haben Sie ja diesen 1 Euro aufgenommen sozusagen, und die 9 Euro, die als zusätzlicher Verlust entstehen, die muss der Emittent tragen. Und dieses Risiko dieser Kurslücken wird natürlich im Aufgeld entsprechend eingepreist. Deshalb sind die Aufgelder vor wichtigen Wahlen natürlich deutlich höher, vor Quartalszahlen deutlich höher bei verschiedenen Aktien und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass das dadurch relativ klar wird. Das Gleiche können wir noch machen für den Turbo Short. Alles eigentlich genau gleich, nur etwas umgedreht. Hier haben wir den Basispreis natürlich höher, deshalb müssen wir rechnen, Basispreis minus Kurs Basiswert mal Bezugsverhältnis plus Aufgeld. In diesem Falle Basispreis habe ich mal angenommen 11.000, wiederum aktueller DAX-Kurs 10.500, sind 5 Euro. Mit dem Bezugsverhältnis sind wir also bei einem Preis von 5,15 Euro. Das Gap-Risiko ist natürlich der größte Faktor bei einem Aufgeld. Ich hoffe, das ist relativ klar geworden, aufgrund von diesen Kurslücken, dass das relativ schmerzhaft sein kann bei Emittenten. Und ich kann das sogar aus eigener Erfahrung sagen, weil mittlerweile bin ich ja selbstständig seit vielen Jahren. Aber ich habe früher als Produktmanager bei der BNP Paribas gearbeitet und später bei Macquarie. Habe also dort, oder war ich zuständig für die Emission von Anlageprodukten und Hebelzertifikaten oder Hebelprodukten allgemein. Das heißt, dann gab es das schon mal das ein oder andere Mal, dass man morgens ins Büro gekommen ist. Und wenn es dann ein großes Gap war, da hat man erstmal eine große Minuszahl gesehen, die am Anfang des Tages dort stand, weil man eben aufgrund dieser Tatsache natürlich auch Geld verliert. Es ist nicht so, dass die Bank immer gewinnt, wie viele meinen, wenn man solche Produkte kauft, sondern aufgrund von diesen Gap-Risiken kann das durchaus sein, dass der Emittent auch größere Verluste zwischenzeitlich
erleidet. Der zweite Punkt sind natürlich Finanzierungskosten. Ich hatte es ja gesagt, wir nehmen hier quasi einen Kredit auf. Wir müssen nur einen kleinen Teil investieren, den Rest bezahlt der Emittent. Ich kann aber trotzdem 1:1 am Basiswert partizipieren, also muss ich natürlich Finanzierungskosten bezahlen. Da diese bei einem Produkt, was eine gewisse Laufzeit hat, natürlich klar sind, die Finanzierungskosten, können die schon direkt mit im Aufgeld eingepreist werden. Und der dritte Punkt, natürlich auch klar, ist die Marge des Emittenten. Der Emittent möchte natürlich auch etwas verdienen an dieser ganzen Situation, dass er einen Kredit gibt und das ist dann eben auch entsprechend in dem Aufgeld eingepreist. Jetzt können wir mal ein Beispiel machen, damit man auch versteht, wie man so ein Produkt dann berechnet. Wir sagen wieder, der DAX notiert bei 10.500 und der Trader erwartet einen Anstieg um 500 Punkten auf 11.000 Punkte innerhalb weniger Tage. Er kauft also ein Turbo Long mit diesem Basispreis von 10.000, das hatten wir eben berechnet, und kommen dann raus bei 5,15 Euro, was wir eben investiert haben. Jetzt der positive Fall, genau das, was der Trader sich erwartet hat, ist eingetreten. Es kam vorher nicht zu einem Knockout und der Markt ist auf 11.000 Punkte gestiegen. Dann können wir die Berechnung genau wieder so vollziehen. 11.000 minus 10.000, das ist ja der Basispreis, mal Bezugsverhältnis plus dem Aufgeld, kommen wir also raus bei 10,15 Euro. Das heißt, hier erkennt man ganz gut diesen Hebeleffekt. Wir hatten eine Performance im DAX dann von 4,76%, im Turbo von 97,09%. Und das ist eben genau dieser Hebeleffekt. Aber was sieht man auch? Man muss ja nicht immer diese Berechnung machen. Es geht ja viel einfacher. Wir haben gesehen, 10.500 war der Einstieg. Danach sind wir auf 11.000 gestiegen und ich hatte gesagt, ein DAX-Punkt ist 1 Cent, also wissen wir, Anstieg um 500 Punkte, 5 Euro, also muss das Produkt ungefähr 5 Euro mehr wert sein als vorher. Und das sieht man dann eben, also 10,15 Euro. Jetzt machen wir ein Negativbeispiel. Kurze Zeit nach dem Kauf fällt der DAX auf 10.300 zurück, also von 10.500 auf 10.300. Gleiche Rechenweise wieder, 3,15 Euro ist das Produkt dann wert, Performance DAX 1,90 Euro, Performance Turbo minus 38,83%. Auch hier sieht man diesen Hebeleffekt. Vielleicht als kleine Zwischeninfo, das ist glaube ich nicht uninteressant, das Aufgeld, was wir haben, geht natürlich komplett verloren, sollte ein Produkt ausnocken. Oder aber am Laufzeitende wird natürlich auch nur der innere Wert bezahlt. Das Aufgeld geht da auch verloren. Heißt also, wenn ich jetzt mir ein Produkt anschaue und ich sehe, wir haben ein Aufgeld von 50 Cent, dann muss natürlich klar sein, sollte der DAX während der Handelszeiten, Xetra-Handelszeiten, Richtung des Knockouts laufen, dann wird das Aufgeld sich sukzessive abbauen bis zum Knockout. Und dann ist das Aufgeld auch verloren. Das heißt also, als kleiner Tipp nebenbei, es macht durchaus Sinn, das Produkt frühzeitig zu verkaufen und es nicht ausnocken zu lassen, wenn man weiß, es ist ein sehr hohes Aufgeld in diesem Produkt inbegriffen und man möchte es nicht komplett verlieren. Dann lieber frühzeitig verkaufen und nicht darauf warten, dass Knockout eintritt und man das Aufgeld komplett verliert. Und ich hatte es eben mal gemacht, da habe ich mir den einen oder anderen Turbo mal angeschaut und da waren die Aufgelder teilweise 40, 50, 60 Cent. Auf DAX-Turbos, bei Produkten, die relativ nah am Knockout waren, da muss man dann schon sagen, okay, warum soll ich diese 50, 60 Cent verschenken, wenn man vielleicht ein paar tausend Stücke gekauft hat, dann sollte ich doch frühzeitig eigentlich verkaufen und das Aufgeld wieder einstreichen bzw. nicht aufgeben. Der dritte Fall, das ist natürlich das negativste Szenario. Der DAX fällt hier in diesem Fall auf 9.980, hat also die 10.000-Punkte-Marke verletzt. Dann sieht man, DAX hat minus 4,95% verloren. Der Turbo ist natürlich ausgenockt und hat 100% verloren. Das muss auch klar sein. So, und jetzt als zweiten Punkt wollen wir nochmal schauen auf die Mini-Futures. Beziehungsweise, ich gucke mal ganz kurz rein, was für Fragen kamen. Bei mir ist natürlich wichtig, dass Sie auch verstehen, wie das funktioniert. Hier kam die Frage rein von Jens, werden Aufgelder bei Hebelprodukten auch untertägig angepasst? Durchaus werden diese untertägig angepasst, ja. Das liegt natürlich zum einen an der Volatilität. Sollte irgendwas sich schlagartig verändern, dann werden die Aufgelder tendenziell größer. Dann sollten wir zum Knockout laufen, was ich eben schon gesagt habe, werden die Aufgelder sukzessive abgebaut. Und eins muss auch klar sein, und das ist mir auch schon passiert, dass man ein Produkt kauft mit einer relativ hohen Stückzahl, sagen wir mal 30, 40, 50.000 Stücke von einem Turbo kauft und es nicht ausgeschlossen ist, dass ein Emittent ein hohes Aufgeld in diesem Produkt hatte
Und dann natürlich sich der Händler sagt, ach ja, okay, da gab es eine große Position, die wurde verkauft. Ich nehme mal ein paar Cent raus aus dem Schein. Dann habe ich direkt einen Gewinn gemacht, habe ein bisschen Marge einkassiert und habe dann ja, mein Tagessoll, sagen wir es jetzt mal so, schon erfüllt. Und das ist zum Beispiel ein Punkt bei mir, wo ich sehr unzufrieden bin, um das mal diplomatisch auszudrücken. Und es dann nicht lange dauert, dass ich mein Telefon in die Hand nehme und natürlich dort entsprechend anrufe. Der Vorteil ist, dass ich viele natürlich kenne, weil ich selber in der Industrie gearbeitet habe. Aber natürlich darauf penibel achte. Ich habe kein Problem damit, wenn ein Produkt in meine Richtung läuft und ich verdiene Geld, dass der Emittent dann sagt, okay, ich nehme mal 1, 2 Cent raus. Gar keine Frage, soll auch so sein, weil der Emittent gibt die Dienstleistung, er muss das Ganze, die ganze Abwicklung bezahlen, er muss eine Webseite betreiben, er muss die ganzen Leute einstellen, er hat Compliance-Vorgaben und so weiter und so fort. Gar keine Frage, jeder muss Geld verdienen in diesem Geschäft, das muss immer klar sein. Aber was mir ganz negativ aufstößt, wenn ich eine große Stückzahl kaufe und ein Emittent direkt denkt, okay, jetzt ist er reingegangen und jetzt nehme ich direkt mal, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, 10 Cent raus, und das ist eine große Stückzahl, dann kann das schon einige tausend Euro ausmachen und das tut weh, ohne dass sich der Markt bewegt hat. Also wird dann so ein Emittent natürlich auch in unseren Trading Services gemieden. Dann sagen wir, okay, warum sollen wir mit dem noch arbeiten? Vor allem dann gemieden, wenn man merkt, man kommt zu keiner Einigung. Mit den meisten kann man dann natürlich sprechen, gerade mit den Sales-Leuten, die verstehen das ja genauso, die sehen das ja genauso wie wir. Ein Händler, der da sitzt, der jetzt nur die großen Positionen sieht, die da hin und her geschoben werden, der kann das vielleicht auch mal übersehen, beziehungsweise hat einen Fehler gemacht, auch keine Frage. Dann geht es ja immer darum, wie geht man mit dieser ganzen Sachlage um. Und wenn man da merkt, da kommt man nicht überein, der Händler ist uneinsichtig, dann werden diese Emittenten einfach nicht mehr eingesetzt, ganz einfach. Weil das, da hat ja keiner Lust drauf, da braucht man auch gar nicht um den heißen Brei herum reden. Das muss klar sein. Wenn man sowas merkt, dann muss man versuchen, das Ganze zu besprechen. Und wenn man das da zu keiner Lösung kommt, dann muss man einfach einen anderen Emittenten wählen. Es gibt so viele Emittenten am deutschen Derivatemarkt, es gibt so viele Produkte, die Konkurrenz ist riesig groß, dann kann man eben auch auf andere zurückgreifen. Und vielleicht sieht man auch direkt an diesem Beispiel, was ich gerade schon gezeigt habe, dass die Aufgelder auch ein massiver Bestandteil sind von der Preiskomponente. Und es nicht immer nur darum geht, bin ich bei einem Broker, wo ich zu 0 Euro handeln kann. Ja. Im Endeffekt, das muss immer klar sein, am Ende des Tages muss irgendeiner die Rechnung bezahlen. Also, wenn man jetzt bei einem Broker ist, um einen kleinen Ausflug noch in diese Richtung zu machen, wenn man bei einem Broker ist, der etwas zu 0 Euro anbietet, dann ist das nicht der Broker, der so freundlich ist, sondern der Emittent hintendran zahlt die Ordergebühren für den Kunden. Und irgendwo muss am Ende des Tages auch Geld verdient werden bei einem Emittenten. Das heißt, wenn das kann man auf der einen Seite machen, indem man sehr, sehr viel Geschäft hat, sehr, sehr viel Geschäft hat und sich die Geschäfte teilweise gegenseitig hedgen. Der eine geht long, der andere geht short, der dritte geht wieder long, der fünfte geht auch wieder short und so weiter und so fort. Im Endeffekt wird sich da sehr viel ausgleichen, sehr viel matchen. Das heißt, man muss nicht alles absichern. Aber das heißt auf der anderen Seite auch, der Emittent muss auch Geld verdienen und vielleicht, ohne das jetzt zu sagen, bei wem das ist oder ob das bei jemandem ist, ist es auch so, dass natürlich Aufgelder dann eher mal angepasst werden, sagen wir es mal so, bei jemandem, der weiß, ich muss hier für jedes Ticket oder für jeden Trade, der gemacht wird, muss ich 5 Euro oder 10 Euro an den Broker bezahlen und das Geld muss irgendwie wieder verdient werden. Das heißt, nicht nur das ist der wichtige Fall, wie viel Ordergebühren habe ich, sondern auch, wie ist eigentlich der Service, wie ist die Handelbarkeit von den Produkten. Das sind wichtige Faktoren, zumindest für mich. Deshalb ist es mir relativ egal, ob es irgendwo Free-Trade-Aktionen gibt. Gerade wenn man große Stückzahlen handelt, bekommt man sowieso meistens Vergünstigungen, wenn man viele Trades macht bei vielen Brokern. Das ist keine Frage. Aber auch, es gibt sehr, sehr viele andere Faktoren, die auch noch eine Rolle spielen. Auch beim Broker. Ist der erreichbar, wenn ich ein Problem habe? Oder ich habe jetzt schon von vielen gehört, die bei dem einen oder anderen günstigeren Broker sind. Wenn es Probleme gab, sind die auf einmal nicht mehr erreichbar. Man hängt da stundenlang in der Telefonschleife und so weiter. Also das auch einfach mal beachten. Jetzt kommt auch die Frage rein vom Olaf, ändert sich auch der Spread während des Tages? Also durchaus ist das der Fall, je nachdem wie das Risiko ist, je nachdem natürlich auch wie der Emittent sich absichern kann. Im DAX kennen wir ja das ja, dass in der Regel wir haben einen Cent Spread. Aber was in letzter Zeit passiert, ist, dass die Briefseite irgendwo festgefroren wird. Dass man gesagt, okay, man lässt die Geldseite noch mitlaufen zum Verkauf des Produktes, aber die Briefseite friert man fest, zum Beispiel bei 1,50 Euro, weil man das Produkt einfach nicht mehr verkaufen will. Das liegt aber daran, dass das Gap-Risiko für den Emittenten so groß ist, dass er sagt, er möchte das Produkt einfach gar nicht mehr verkaufen. Ich kann mich noch daran erinnern, ich handle ja schon relativ lange, seit ich 14 bin, und ich kann mich erinnern, in meiner
späten Schulzeit oder auch Studienzeit. Da habe ich sehr oft gemacht. Da wurden die Produkte teilweise angeboten noch abends zu 13, 14 Cent. Also die Produkte, die quasi nachbörslich ausgenockt waren, aber noch nicht offiziell. Von daher hatten die Emittenten einige das zu 13, 14 Cent mehr oder weniger verschleudert, die Produkte. Natürlich habe ich die gekauft, weil ich habe gedacht, okay, wenn es jetzt ein Reversal gibt in den USA, am nächsten Morgen öffnen wir höher, dann habe ich nur 13, 14 Cent Risiko. Und im Idealfall gibt es ein Gap-Up am nächsten Tag von 100 Punkten, dann habe ich einen riesen Reibach gemacht. Und wenn es ein Gap-Down gibt, na gut, dann egal, dann habe ich 13, 14 Cent verloren. Der Emittent hinten dran hat ja dann die großen oder die Verluste eingefahren. Das heißt, deshalb wird das nicht mehr gemacht. Das haben zu viele Personen anscheinend auch gemacht. Das ist natürlich klar. Heißt also, dann kann es gut sein, dass die Briefseite irgendwo festgefroren wird und man kann das Produkt nur noch verkaufen und nicht mehr kaufen oder nur noch mit einem riesigen Spread kaufen. Deshalb auch immer darauf achten, wenn man so ein Produkt kauft, wie ist aktuell der Spread. Das wird bei Produkten natürlich weniger der Fall sein, die sehr, sehr weit weg sind mit ihrem Knockout und mehr da sein bei Produkten, die sehr, sehr nah dran sind am Knockout. Gucke ich noch mal kurz rein, da kann man noch weiter fragen. Was meinen Sie mit der Emittenten im Geld raus? Ja, ganz einfach, wenn man jetzt sagt, das Aufgeld ist 50 Cent, jetzt ein Kunde drin und dann wird das Aufgeld auf 45 Cent abgesenkt, dann, ohne dass sich was anderes geändert hat, dann hat der Emittent quasi 5 Cent aus diesem Aufgeld rausgenommen. Das meine ich damit und da achte ich natürlich sehr penibel drauf. Gucke ich noch mal kurz rein. Ich glaube, ansonsten sind alle Fragen beantwortet. Sonst gerne Stefan oder so Bescheid geben, falls irgendwas noch unklar sein sollte. Dann kommen wir jetzt zu den Mini-Futures, die ja etwas anders sind, die ich aber bevorzuge zum Beispiel. Aber auch hier schon der Hinweis, diese Produkte hatten in der Vergangenheit fast gar kein Aufgeld oder nur ein sehr, sehr geringes. Das hat sich auch etwas gewandelt. Ich habe eben ein Beispiel durchgeschaut. Da war das Aufgeld 15 Cent. Hier in der Präsentation habe ich noch das Aufgeld ausgeklammert, weil es eben in normalen Marktgegebenheiten nahezu null ist oder sehr, sehr gering ist. Das war sogar früher immer null. Dann wurde es etwas Aufgeld reingesetzt. Mittlerweile ist es ein bisschen höher, weil das Gap-Risiko für den Emittenten einfach da ist. So, was haben wir hier? Wir haben eine offene Laufzeit. Also das Produkt läuft entweder so lange, bis es ausgenockt ist, vielleicht Minuten, Stunden, Tage oder auch Monate oder Jahre. Oder bis es eben fertiggestellt wird vom Emittenten, weil er sagt, okay, es gibt eh kein Outstanding oder es hat sich irgendwas geändert, er möchte es kündigen, dann ist das natürlich auch möglich. Dann auch hier natürlich der Basiswert als Grundlage, gar keine Frage. Wir können auch hier Long oder Short gehen und auch hier haben wir einen Basispreis. Allerdings, und jetzt kommt der große Unterschied, haben wir hier noch eine vorgelagerte Stop-Loss-Schwelle. Das heißt, wenn diese Stop-Loss-Schwelle berührt wird, dann wird das Produkt fertiggestellt und in der Regel wird ein Restwert an den Kunden automatisch ausbezahlt. Ich sage schon extra in der Regel, weil sollte es ein massives Gap geben, eine massive Kurslücke geben über Nacht, dann kann es eben auch sein, dass es gar keinen Restwert gibt. Aber man sieht schon jetzt hier dran, glaube ich, ganz gut, dass dieses Gap-Risiko, was der Emittent ja normalerweise komplett trägt, dass ein Teil davon zu dem Kunden übertragen wird, durch diese vorgelagerte Stop-Loss-Schwelle. Weil es ist so, wenn die Stop-Loss-Schwelle erreicht wird oder unterschritten bei einem Long, dann hat der Emittent etwas Zeit, kann seine Hedge-Position auflösen, seine Absicherungsposition und dann berechnen, wie hoch der Restwert ist. Haben wir jetzt ein Gap über Nacht, wir fallen unterhalb dieser Stop-Loss-Schwelle, aber das Produkt ist nicht komplett zu null ausgebucht, weil wir oberhalb des Basispreises öffnen. Ich zeige es gleich anhand eines Beispiels. Dann kann der Emittent auch sein Hedge auflösen und der Kunde bekommt auch einen Restwert, natürlich einen kleineren. Aber man sieht schon, ein Teil dieses Gap-Risikos wird eben an den Kunden übertragen. Also, wie wird auch hier der Preis berechnet? Ganz einfach, Basispreis wieder 10.000, Kurs 10.500, aber diese vorgelagerte Stop-Loss-Schwelle 10.200 Punkte. Also Produkt berechnen wir, wie gesagt, das Aufgeld habe ich ausgeklammert. Ich sage aber dazu, in der aktuellen Marktgegebenheiten durchaus gibt es ein Aufgeld auch mal von 15 oder 15 Cent. Wäre jetzt nicht verwunderlich. Also kommen wir aber hier auf einen Preis von 5 Euro. Wird dann diese Stop-Loss-Schwelle erreicht, diese 10.200, zu den Xetra-Handelszeiten keine große Vola, gar kein Problem. Der Emittent löst bei 10.200 seine Hedge-Position auf. Also bekomme ich einen Restwert von 2 Euro. 10.200 minus 10.000 sind 200 Punkte, also 2 Euro Restwert, den ich ausgezahlt bekomme. Gibt es allerdings ein Gap zum Beispiel und wir öffnen am nächsten Tag bei 10.100 Punkten, dann kann der Emittent ja seinen Hedge erst auflösen bei 10.100.
dann ist der Restwert 10.100 minus 10.000 Punkten. Und das macht, glaube ich, jetzt sehr gut deutlich, das Gap-Risiko wird großteils an den Kunden übertragen. Und deshalb sind die Aufgelder bei Mini-Futures natürlich deutlich geringer. Dann haben wir das gleiche Mini-Short, brauche ich jetzt nicht nochmal ausführen. Hier haben wir dann natürlich auch eine vorgelagerte Stop-Loss-Schwelle und den Preis berechnen wir natürlich dementsprechend auch so. Ganz wichtig aber, da wir hier ein Produkt haben, was eine offene Laufzeit hat, also eine unbegrenzte Laufzeit hat, werden die anfallenden Finanzierungskosten täglich eingepreist, indem der Basispreis und die Stop-Loss-Schwelle angepasst wird. Das sind die Finanzierungskosten plus eine kleine Marge, die der Emittent hat. Beim DAX sind das eigentlich immer so zwischen 2,5 und 3% ungefähr aufs Jahr gerechnet, die der Emittent als Marge hat. Und das wird täglich in diesen Basispreis und die Stop-Loss-Schwelle eingepreist. Es gibt, glaube ich, auch Stop-Loss-Schwellen, die bleiben konstant, die werden nur einmal monatlich angepasst. Aber der Basispreis, das Finanzierungslevel, das wird tagtäglich angepasst, um eben diese Finanzierungskosten plus die Marge. Jetzt hat man ganz gut, glaube ich, gesehen, wir hatten ja eben gesehen, das Aufgeld besteht aus Finanzierungskosten, Marge und Gap-Risiko. In diesem Falle sind die Finanzierungskosten, die Marge des Emittenten in den Basispreis eingepreist und das Gap-Risiko mehr oder weniger auf den Kunden übertragen. In der aktuellen Marktphase, wie gesagt, aufgrund der hohen Vola wird ein kleines Gap-Risiko auch hier eingepreist. Und jetzt kommen wir mal kurz zu einer Übersicht, damit man sieht, wo sich die Unterschiede liegen. Ich habe jetzt hier noch die Unlimited Turbos drin. Die haben eine offene Laufzeit, aber keine vorgelagerte Stop-Loss-Schwelle, nur damit man das auch mal sieht. Also, Turbo-Optionen scheinen feste Laufzeit, Mini-Future, Open-End-Laufzeit. Aufgeld, ja. Mini-Future, nein. Wie gesagt, kleines Aufgeld gibt es mittlerweile. Basispreis gleich K.O.-Level, ja, nein. Hier haben wir ja die vorgelagerte Stop-Loss-Schwelle. Tägliche Anpassung des Basispreises. Beim Turbo, nein, da wir wissen, wie lange das Produkt läuft. Beim Mini-Future, ja, weil wir nicht wissen, wie lange es läuft. Gap-Risiko liegt beim Turbo-Optionsschein beim Kunden, beim Mini-Future eben, beim Emittenten, beim Mini-Future zum Großteil beim Kunden. Deshalb können da die Aufgelder deutlich kleiner angegeben werden. Dann noch zwei Besonderheiten, bevor wir dann mal auf die Produktsuche gehen und uns mal angucken, wie man ein Produkt raussuchen kann. Ganz wichtig, wenn man Produkte auf Rohstoffe zum Beispiel kauft oder auf Future-Kontrakte allgemein, dann muss klar sein, dass der Basispreis eben dann angepasst wird und die Stop-Loss-Schwelle, zum Beispiel bei den Rollen von Rohstoffen, Rohstoff-Futures, nehmen wir an, der eine Future notiert bei 20 Euro, der nächste, in den gerollt wird, bei 25 Euro, dann ist ja der Unterschied, die Differenz, 5 US-Dollar und diese 5 US-Dollar werden dann auch auf den Basispreis aufgeschlagen. Dann Basiswert in anderer Währung gehandelt, ganz klar, wenn wir nicht den DAX haben, sondern zum Beispiel den Goldpreis, ich hatte es eben ja schon gesagt, dann muss man eben bei der Berechnung beachten, dass der Basiswert in US-Dollar notiert, das Produkt aber in Deutschland in Euro verkauft wird. Also muss ich den ganzen Preis natürlich nochmal umrechnen und muss also durch den aktuellen Euro-US-Dollar-Kurs dividieren. Es sei denn, ich habe ein Quanto-Produkt. Quanto-Produkt bedeutet ein Produkt, was währungsgesichert ist, aber das sind die meisten Turbos nicht. Deshalb sollte man das bei der Berechnung einfach noch beachten. Jetzt gucke ich noch mal kurz auf die Fragen. Ja, also wann wählt man ein Mini-Future und wann Unlimited Turbo? Das ist einfach auch Geschmackssache. Ich zum Beispiel wähle lieber Mini-Futures, aber das ist natürlich eine Frage, das muss man sich anschauen, da muss man mal das handeln. Die Mini-Futures sind natürlich tendenziell immer ein bisschen teurer, weil die ja die vorgelagerte Stop-Loss-Schwelle haben. Mit einem Unlimited-Turbo kann ich ja viel näher an den aktuellen Marktwert rangehen, an den aktuellen Basiswert rangehen. Mir ist das zu riskant und mir ist es eigentlich auch egal. Ich sage, ich investiere lieber mehr pro Produkt, habe nicht dieses riesen Knockout-Risiko, will den Hebel lieber klein wählen und dann würde ich eher auf Mini-Futures gehen. Wer jetzt sehr kurzfristig unterwegs ist und sagt, mir ist das egal, ich will eh nur ein paar Cent mitnehmen, der vielleicht höher gehebelt reingehen will, der würde dann zum Beispiel auf ein Unlimited-Turbo ausweichen. Alright, dann gehen wir jetzt mal auf die Webseite und gucken wir uns mal an, wie man ein solches Produkt raussuchen kann. Also, hier sind wir jetzt auf der Seite von der Börse Frankfurt. Wir klicken hier auf Zertifikate, suchen und finden, klassisch, ich gehe immer über die klassische Suche. So, dann habe ich hier die Möglichkeit auszuwählen unter Hebelprodukte mit Knockout, ja,
Knockout-Produkte und man sieht, wie viele Produkte es mittlerweile im Markt gibt. 447.470 insgesamt auf alle Basiswerte. Also da sollte man eigentlich immer was finden, was man braucht. Dann suche ich hier nach einem klassischen Knockout-Produkt. Basiswert müsste jetzt wahrscheinlich, gehen wir mal ein, DAX, Performance Index. Zack, haben wir das ausgewählt. Wenn ich jetzt ein Mini-Future zum Beispiel haben möchte, sage ich Stop-Loss-Level. Ja, möchte ich haben. Ausgenockt sollte das Produkt natürlich möglichst nicht sein, weil dann lebt es nicht mehr, dann kann ich es nicht mehr handeln. Und Hebel würde ich jetzt natürlich mal massiv reduzieren und sagen, wir suchen mal einfach ein Produkt raus mit einem Hebel zwischen, wir können es ja hier auch eingeben, zwischen 10 und 15. Was bedeutet nochmal ein Hebel von 10 zum Beispiel? Das heißt einfach, wenn der Basiswert sich um 1% bewegt, dann bewegt sich das Hebelprodukt um 10%. So, dann haben wir das hier ausgesucht und können hier auf Suche starten klicken und bekommen dann entsprechend die Produkte ausgewählt. Ich muss noch, mir fällt gerade ein, dass ich natürlich noch angeben muss, eine Sekunde. Sorry, muss mal ganz kurz hier noch was schnell gucken. Genau, Basispreis könnte ich natürlich auch auswählen, das wollte ich noch zeigen. Aber wie gesagt, ich regle das Ganze ja über den Hebel, den ich hier ausgewählt habe. So, also kann ich hier unten dann noch den Emittenten auswählen, wenn ich irgendwie einen bestimmten Emittenten haben möchte, bevorzuge, kann ich das hier entsprechend auswählen. Und dann bekomme ich hier unten eine Auswahl von Produkten, entweder ob ich jetzt auf die Short-Seite investieren möchte oder aber auf die Long-Seite und kann dann ganz einfach mir ein passendes Produkt raussuchen. Ich nehme jetzt nur mal als Beispiel, das soll jetzt hier keine Empfehlung oder sonstiges sein, es geht nur um Demonstrationszwecke. Ich gehe hier mal rein, wähle dieses Produkt aus, sehe, das wird aktuell angeboten zu 7,14 Euro und ich kann sofort verkaufen zu 7,13 Euro. Wir haben hier einen Basispreis von 11.183,6532. Daran sieht man auch schon, hier wird das täglich angepasst. Die Stop-Loss-Schwelle, hier genannt Knockout-Barriere, liegt bei 11.080. Und jetzt nochmal ganz kurz, nur um das zu zeigen, als kleines Beispiel, bevor ich dann an den Peter übergebe, wie einfach das Ganze geht. Wir wählen hier aus die 11.183,6532. Das ist der aktuelle Basispreis. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich will erst einsteigen, wenn der Markt auf 11.400 fällt, dann gebe ich ein 11.400. Sorry, jetzt muss ich mal ganz kurz, ich habe hier irgendein, ich wollte ja sagen 10.400. Jetzt war ich gerade, habe ich mich vertippt, sorry. 6532, wir wollen erst einsteigen bei 10.400 im DAX. Also kommen wir auf 783 Punkte mal dem Bezugsverhältnis 0,01. Also 7,84 Euro ungefähr steht das Produkt dann. Allerdings müsste ich jetzt natürlich noch das Aufgeld mir noch addieren. Und das kann ich natürlich ganz einfach ausrechnen, wenn ich mir jetzt angucken würde, wo steht die DAX-Indikation, wo steht das Produkt, kann ich es mir ausrechnen, den Unterschied und weiß dann ungefähr, wie das Aufgeld ist. Und das müsste ich jetzt noch auf den aktuellen Preis hier aufaddieren. Oder aber, wie gesagt, ganz einfach, wenn ich weiß, der DAX steht bei 10.500, ich möchte einsteigen bei 10.400, dann muss ich einfach 100 Punkte draufrechnen, also 1 Euro, steht der Schein dann zum Beispiel bei 7 Euro, sage ich, okay, Stop-Buy für dieses Produkt bei 8 Euro. Das ist so eine Faustformel, das ist dann relativ einfach umzusetzen. Natürlich kann man das nie hundertprozentig genau machen, das muss klar sein, weil der Basispreis ändert sich jeden Tag. Das heißt, entweder ich muss die Berechnung jeden Tag machen, dazu kommt, das Aufgeld kann sich leicht ändern. Und wenn ich noch einen Auslandswert habe, muss ich noch den aktuellen Euro-US-Dollar-Kurs kennen, zu dem Zeitpunkt, wenn ich ausgeführt werden muss. Also das heißt, es gibt sehr viele Kennzahlen noch, die damit reinspielen, die ich beachten muss. Oder aber ich arbeite ein bisschen mit einem Puffer, wenn es mir egal ist, ob ich dann bei 10.400 oder bei 10.405 oder 10.395 in den Markt reinkomme, dann kann man das so machen. Oder aber man muss einfach das Ganze ein bisschen verfolgen, täglich hier ein bisschen anpassen natürlich durch den aktuellen Basispreis und kann sich das dann entsprechend immer ausrechnen. So, ich hoffe, das hat einigermaßen zur Aufklärung erstmal beigetragen, dass man das verstanden hat. Und damit, Peter, würde ich an dich übergeben, dass du nochmal zeigen kannst, wie die Knockout-Map funktioniert. Genau. Auch von meiner Seite nochmal ein freundliches Hallo zur Richtung Ende. Aber diejenigen, die letzte Woche schon dabei waren und unser Webinar über die Discount-Zertifikate
verfolgt haben, wissen, dass wir die Webinarreihe auch gerne nutzen, um Ihnen nützliche Tools und Funktionen auf unserer Seite vorzustellen. Dabei hatten wir letzte Woche die intelligente Such- und den Derivate-Rechner. Da kann ich Ihnen auch gerne mal ans Herz legen. Gucken Sie das Webinar von letzter Woche nochmal an. Das ist bei uns auf dem YouTube-Kanal. Und das sind relativ sinnvolle Tipps und Funktionalitäten. Dieses Mal wollten wir Ihnen die Knockout-Map vorstellen. Und zwar finden Sie die, wenn Sie ganz normal bei uns auf der Webseite sind, gehen auf den neuen Toolreiter, den die meisten vielleicht von Ihnen schon gesehen haben, und hier einfach direkt auf die Knockout-Map. Genau, und die Knockout-Map bietet Ihnen jetzt die Möglichkeit, Knockouts zu einem Basiswert zu finden unter der Berücksichtigung des Abstandes zum Basispreis. Hier oben können Sie einen Basiswert eingeben. Das funktioniert ganz normal wie eine Freitextsuche, oder Sie nehmen die vorausgewählten Vorschläge hier. Wir nehmen den DAX, der ist vorausgewählt, weil natürlich die Knockout-Produkte auf den DAX durchaus die beliebtesten bei uns sind. Darunter, wenn Sie wollen, können Sie noch einen Emittenten auswählen. Da haben wir unsere Premium-Emittenten und darunter noch die weiteren. Oh, jetzt habe ich mich verklickt. So. Und darunter können Sie den Knockout-Bereich auswählen, bis hoch zu 50%. Wenn wir hier auf dem Zweier nochmal bleiben, jetzt sehen wir direkt, dass hier die Puts, die Sie hier oben finden, in Rot, ist natürlich jetzt, die ganz nah am Basispreis dran sind, sind natürlich jetzt weg, weil der DAX heute gefallen ist. Dementsprechend sind da keine Produkte vorhanden, die jetzt direkt nah am aktuellen Basispreis sind. Die werden natürlich dann von den entsprechenden Emittenten zu morgen nachemittiert. Wir können dann den Knockout-Bereich nochmal etwas erweitern. Wenn wir zum Beispiel auf 20% gehen, sehen wir hier in den einzelnen Kästchen sind dann Produkte zusammengefasst mit ungefähr demselben Abstand und dem gleichen Bewertungstag. Wenn wir da reinklicken, bekommen wir erstmal eine Ergebnisliste mit allen Produkten, die diesen Abstand vorweisen können. Hier nochmal sortieren nach Bewertungstag, Basispreis, Barriere, Geld- und Briefkurs, und könnten hieraus direkt auf die Detailseite springen. Gut. Genau. Und falls Ihnen diese Auswahl aber dann noch nicht reichen würde und Sie das quasi als groben Filter benutzen würden, können Sie hier oben direkt nochmal in die klassische oder Detailsuche springen und die Filter, wie vom Ingmar eben vorgestellt, einfach nochmal ein bisschen genauer definieren und Ihre Suche weiter individualisieren. Genau, damit komme ich jetzt auch eigentlich schon zum Ende, weil jetzt noch eine Frage aufkam, ob es Informationen zu den Zertifikaten und Optionsscheinen auch noch in Papier oder gedruckter Form gibt. Ja, das haben wir. Wenn Sie auf Wissen klicken, dann weiter Publikationen und Broschüren, bekommen Sie zum einen den Kompass strukturierte Produkte. Das ist in Zusammenarbeit mit dem DDV, dem Deutschen Derivateverband, eine allgemeine Übersicht über alle Anlage- und Hebelprodukte. Und darunter finden Sie noch die Broschüre der Börse Frankfurt. Genau, da finden Sie weitere Informationen über die Börse Frankfurt und auch nochmal weitere Informationen zu den einzelnen Instrumenten. Und damit würde ich jetzt auch schon wieder zum Ende kommen und an die Erda Vogt übergeben. Vielen Dank an Peter. Danke auch an Ingmar für die wirklich ausführlichen Erklärungen. Und ich habe auch gesehen anhand der Massen an Fragen, die da kamen, wie gut das den Nerv getroffen hat. Zu dem Buch, also der Kompass strukturierte Produkte, das ist eher ein Schinken. Also das ist so dick und so groß. Und wir schicken Ihnen das auch gerne zu. Also Sie jetzt hier als Teilnehmer, Sie können mir direkt auf die Mail mit der Aufzeichnung antworten. Und dann, sobald das Homeoffice vorbei ist, im Moment ist noch keiner von uns im Büro, aber dann werden wir Ihnen auch gerne so ein Buch in den Umschlag tun und kostenlos per Post zuschicken. Wir haben noch eine ganze Reihe. Das reicht auf jeden Fall für die Webinar-Teilnehmer hier. Vielen Dank an Ingmar. Vielen Dank auch an Stefan, den ich jetzt leider nicht mehr sehe. Wir freuen uns auch sehr auf Feedback von Ihnen, dass Sie uns sagen, was für Themen Sie weiter interessieren würden. Dann werden wir schauen, dass wir das vielleicht weiter anbieten können. Ich denke, so eine Art von Veranstaltung macht echt Sinn. Und die Reaktion und die Anzahl an Teilnehmern hat es uns ja auch gezeigt. In den nächsten Tagen, also ich vermute am Montag, bekommen Sie von mir eine Mail mit der Aufzeichnung.
Ja, ich muss Schlusswort doch an die mal beiden kurz sagen, Referenten. also ich habe gemerkt, ich habe sehr viel Zeit verbraucht. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Wir wollten eigentlich noch einen weiteren Basiswert uns angucken. Daher, sorry, 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 dass es ein bisschen länger gedauert hat. Aber ich habe gerade auch gesehen, es kamen ja super viele Fragen rein. Ich denke, das war mal wichtig, dass man auch das in Ruhe aufarbeitet, das ganze Thema, damit man versteht, wie es funktioniert. Und wie gesagt, beim nächsten Mal kann man dann schneller durch solche Sachen durchgaloppieren, wenn man nicht immer wieder von vorne anfangen muss. Also, sorry, dass wir den zweiten Basiswert nicht mehr hinbekommen haben. Nee, war super interessant. Vielen Dank an euch und ich wünsche allen Anwesenden alles Gute und vor allen Dingen viel Erfolg an der Börse und wenig Knockouts. Genau, ja, von uns natürlich auch noch einen schönen Abend. Weiterhin gute Trades. Bleiben Sie gesund und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.